Hallo, liebe Bewohner. Es ist Sonntag, der 8. November 2020, 18:18 hier auf Luna Isle. Heute gibt es eigentlich keine Neuigkeiten, erwähnenswerten Neuigkeiten, deshalb nur zu dieser Jahreszeit, nur etwas zur Jahreszeit. Heute habe ich die Pilze bemerkt, die überall auf der Insel wachsen. Oh cool, neue Items, Pilze jetzt auf einmal. Cool, finde ich gut. Pilzpfannkuchen. Aber Pilze sind nicht nur lecker, man kann sie auch, man kann auch mit ihnen basteln. Oh, ach ja. Was denn? Oh. Ey, sie zückt ihr Phone. Heißt das, wir kriegen eine Anleitung von dir? Alle mit der Bastelanleitungs-App müssten von mir eine Anleitung für eine einen Pilztürkranz bekommen haben. Cool. Was wäre der Herbst ohne die klassische Kombination aus Sammeln und Basteln? Da hast du recht, Melinda. Ich weiß noch, als Kind bin ich wirklich viel in den Wald gegangen und dann haben wir immer irgendwelche Eicheln und Kastanien gesammelt und so. Und dann haben wir da immer Männchen draus gebastelt. Und haben so einen ganzen Zoo irgendwie daraus gebaut. Das war voll cool. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Animal Crossing New Horizons. Wir sind immer noch in unserem Halloween-Outfit. Das liegt daran, dass ich seit Halloween nicht mehr da war. Es tut mir sehr, sehr leid. Ich habe ein bisschen geschludert in letzter Zeit. Ich muss auch sagen, ich hatte nicht so die Stimmung auf Animal Crossing. Nicht, dass ich das Spiel irgendwie nicht mag, aber ich habe das sehr lieb. Aber mir war immer so im Hinterkopf, dass wir doch Halloween wegräumen müssen und so. Und dann dachte ich mir, okay, machst du erstmal anderes. Habe ich dann gemacht. Und jetzt sind wir wieder da. Ich freue mich. Allerdings sind wir jetzt irgendwie das erste Mal im November zurück. Das heißt, wir haben so vielleicht ein paar neue Sachen, die wir entdecken können. Jetzt gerade von Melinda haben wir gehört, dass wir die Pilze haben. Ich weiß nicht genau, wie die wachsen, wo die wachsen. Ich glaube, das kriegen wir dann raus. Und wir haben bestimmt auch eine volle Post. Ich muss mal schauen, aber ich habe noch genug Platz. Also gucke ich dann gleich mal. Gucke ich mir das gleich mal an. So. Okay. Also, hier haben ein paar Leute geschrieben. Oh, wow. Okay, es geht aber. Es ist gar nicht so wild, ehrlich gesagt. Ich dachte eigentlich, für die Zeit ist es schlimmer. Die Nuke Direct Bank hat mir geschrieben. Okay, das ist komisch. Vielen Dank für Ihr Vertrauen in die Nuke Direct Bank. Ihrem Konto wurden Zinsen im Wert von 72 Sternen geschrieben. Was? Seit wann gibt's das? Okay, die nehme ich aber gerne. Dankeschön. Die Akademie, die ADSH, hat mich bewertet mit 128.076 Punkten, Rang S. Einen Tipp haben sie uns noch geschrieben, es ist ebenso einfach wie effektiv Möbel der gleichen Farbe zu kombinieren. Okay, gut, das sollten wir wirklich öfter tun, wir haben ein bisschen viel zusammengeschmissen. Die Edith, oh, was hat sie uns geschrieben? Leuchtende Grüße, Nigoki. Bei meinem Hausputz letzte Woche kam das hier ans Licht. Bei mir sammelt es nur Staub, aber vielleicht kann es ja dein Häuschen erhellen. Ich hoffe, es gefällt dir, falls nicht, tut mir leid. Hoffnungsvolle Edith. Dankeschön, Edith. Komm, wir gucken gleich mal, was sie uns da geschrieben hat. Die Mutti hat auch noch geschrieben. So. Tischlampe, okay. Sag mal her, kann ich die hier hinstellen? Oh, ganz ehrlich, die ist schlicht und schick. Ja, die gefällt mir gut. Danke, Edith. Die kann ich bestimmt irgendwo hinstellen zu Hause. So, dann gucken wir mal, was die Mutti will. Zack. Mein lieber Nigoki, ich weiß nicht warum, aber beim Anblick all der Laubhaufen kriege ich große Lust zu backen. Kuchen, Torten, Muffins, Kekse. Der Backofen ist schon vorgeheizt. Aus duftender Küche deine Mama. Oh, wenn die wüssten, dass meine Mutter überhaupt nicht backen kann, ey. Die kauft immer Kekse. Aber Mutti hat's versucht und das ist alles, was zählt. Ich hoffe, dass es schmeckt. Mal gucken. Cool, Matte von Mama. Okay, das ist ein Teppich, den können wir uns gleich mal anschauen dann. Cool, na gut, weiter geht's. Dann hat der Calvin ein bisschen geschrieben. Da holen wir erstmal alles von ihm, würde ich sagen. Hier gibt es Geschenke. Huhu Gucki, der November Express ist zu ihren Diensten bereit. Oh, danke schön. Und dann hat er noch das Halloween-Briefpapier benutzt. Das zweite Geschenk. Dankeschön, Calvin. Voll süß. So, ich möchte mich bedanken. Hat er mir noch einen Falteschlussrucksack bestellt. Ich weiß nicht genau, was das ist, aber da gucken wir rein. Oh, und eine Espressomaschine. Yay! Die haben wir erst verschenkt, jetzt haben wir sie wieder. So, bekommst eine Pilzanleitung von mir. Dankeschön, Calvin. Ich hole jetzt erstmal alles von ihm. Noch eine Espressomaschine. Okay, ich brauche gleich zwei. Und dann Fuchsmaske. Okay, das klingt cool. Das ist, ich glaube, das ist dieser Fuchs, den die Leute auch auf hatten. Wow, Calvin, dankeschön. Ganz viele Geschenke. Aber wie gesagt, ich war halt ein paar Tage nicht da. Eine Pilzanleitung nochmal. Danke sehr. Und dann haben wir es eigentlich fast. Das waren zu 90% Calvin, ein bisschen Beate. Gucken wir mal. So, hier packe ich aus und dann schauen wir mal. Das ist die Rakete mit Besatzung. Nein. Oh mein Gott. Krass, danke schön, Calvin. Ich glaube, ich... Oh mein Gott, eine Raumsonde. OMG. Das ist das ganze Zeug, was wir noch zum Mond passend haben können. Was ist das? Zeig mal her. Eigentlich süß aus, ja? Ich meine, das passt gar nicht zu dem Outfit, was ich jetzt anhab, aber das können wir später noch ändern. So, hier, was gibt's noch? Eine Espressomaschine, okay. Ja, vielleicht sollten wir dann doch nochmal eine irgendwie hinstellen beim Pilztürkranz. Okay, den habe ich jetzt bekommen von Melinda. Beziehungsweise
habe ich den jetzt wahrscheinlich zweimal. Mal gucken. So, das habe ich aus Versehen abgelegt, in den Sand geschmissen. Das war nicht mit Absicht. Geheimnisbüste, okay. Ist die echt? Das wäre ja cool. Ich glaube, das ist die Nofretete. Waagesplitter. Oh, Waage ist mein Sternzeichen. Und auspacken. Waldtapete. Okay, also, pass auf, wir lernen jetzt erstmal die Waldtapete. Dankeschön, Kevin, für all das. Das ist voll lieb von dir. Und ich glaube, das habe ich jetzt schon hier, ne? Den Pilztürkranz, den haben wir jetzt gerade schon bekommen, ja. Von Melinda beim Einstieg. Gut. So, jetzt gucken wir mal. Warte mal, wir haben einiges, was wir auch fangen können unterwegs. Weil es auch neue Viecher gibt. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt schon habe. Wir gucken mal. Ups, das habe ich voll getroffen. Nicht. Komm her. Ah! Der ist aber schnell hier. Der kleine Hüpfi. Bleibst du hier? Jetzt habe ich dich. Okay. Eine Grille. Die hatten wir schon. Okay, aber wir müssen so ein bisschen gucken, was wir kriegen. Guck mal, da oben sind noch Geschenke, die müssen wir natürlich auch mit einsammeln. Und ich würde mal das ganze Halloween-Zeug alles einklauben heute wieder, weil wir haben jetzt November und im November ist Halloween vorbei. Gut, den Pilztürkranz, den werde ich jetzt mal da vorne mit hinwerfen. Wisst ihr, was ich heute auch mache? Ich werde heute so ein bisschen die Insel aufräumen, beziehungsweise alles so ein bisschen loswerden, was wir jetzt nicht mehr brauchen. Ein bisschen das Lager irgendwie ausmisten, dass wir da jetzt nicht im Platzmangel kommen so schnell. Ich meine, mit 1600 Plätzen im Platzmangel ist ziemlich blöd, muss ich echt sagen. So, das werfe ich jetzt noch hier hin. Ich werde dann auch den Platz hier aufräumen, sagen wir mal. Mir fiel das schlaue Wort nicht mehr ein, was ich eigentlich ursprünglich im Kopf hatte. Reduzieren vielleicht. Ja, vielleicht war es das. Okay, dann haben wir das, das ist cool. Und dann haben wir hier noch einmal Post von der Beate. Und Jasmin hat auch nochmal geschrieben. So, dann nehmen wir das noch von Beate mit. Für den Kirchhof. Dankeschön, Kirchhof. Kirchhof? Ich glaube, der Kirchhof ist der Friedhof, oder? Kirchhof, ist das nicht ein regionales Wort für Friedhof? Ein Dankeschön für die zwei Kirschblütenlampe. Dankeschön, Beate. Ich habe es gern gemacht. Jetzt ist ja bald auch wieder Frühling dann nächstes Jahr. So, für dich. Danke sehr. Und dann hier nochmal eine Überraschung. Okay. So, dann schauen wir uns das mal an. Und dann gucken wir noch, was Jasmin geschrieben hat und die Serenade. Es geht eigentlich. Ich dachte, es wäre viel mehr. Aber ich bin froh, dass wir schon ein bisschen zusammen gerauft habt. So, der Blumenständer finde ich gut. So, was haben wir hier noch? Paravent. Das sagt mir gar nichts. Zeig mal her. Ich muss mir das alles gleich mal anschauen. Ah, das ist so eine Trennwand. Cool, vielen Dank. Und dann haben wir noch... Das ist einmal Laubhaufen in Gelb. Cool, den lerne ich gleich. Vielen Dank. Ich glaube, das ist alles so Herbstzeug. Was wir jetzt mit herstellen können und quasi auch mit dekorieren können. Glaub allerdings, und ein Überraschungspfirsich. Cool, ich glaube, den habe ich schon mal. Den hatte ich damals geschenkt bekommen. Ich glaube, der steht oben nordwestlich auf der Insel bei uns. Und wenn man den anfasst, dann kommt da so ein Wurm raus oder sowas. Das ist quasi die Überraschung. So, jetzt haben wir Espressmaschine, Geheimnisbüste. Die könnte natürlich echt sein. Die könnte auch eine Fälschung sein. Das ist die Nofretete, ne? Genau. Da müssen wir mal gucken bei Eugen, was der dazu sagt. Und dann nehme ich doch den Traumständig-Coupon und Jasmins Geschenk. Dass es an deiner Tür auch schön herbstlich wird. Oh, danke Jasmin. Und dann haben wir hier noch einen Coupon von Serenada. Vielen Dank. So, dann haben wir es. Dann ist der Briefkasten still und wir haben es geschafft. So, zeig mal her. Pilztürkranz. Cool, jetzt haben wir den schon fertig, ey. Wisst ihr was, den werde ich gleich sofort an die Tür bringen. Dass wir den... Oh, warte mal, ich muss erstmal die andere wegnehmen. Genau. Und dann kommt der hier ran. Hey, der ist hübsch. Ist echt doll herbstlich. Gefällt mir gut. Ich frag mich, wie man die Pilze finden kann. So, und das ist der Traumsterne-Coupon, ne? Nice. Okay, pass auf. Also folgendes. Ich würde jetzt erstmal die Tür hauen mit dem Kescher und dann reingehen. Wir haben einiges vor heute. Also ich würde noch kurz erstmal einlagern, was ich einlagern muss. So Sachen wie eben Unkraut und hast du nicht gesehen. Und dann würde ich mir gerne mal angucken, was wir hier so dabei haben noch. So, die Waagesplitter kommen auch erstmal weg. Das Unkraut weg. Was habe ich noch? Sonst weiter nichts. Vielleicht hier noch den Rucksack. Genau. So wie die Fuchsmaske. Die will ich mir aber gerne nochmal tragen, weil die sieht bestimmt cool aus. Nice! Oh mein Gott, die sieht richtig cool aus. Ich weiß nicht genau, was das ist für ein Fuchs, aber es ist auf jeden Fall so ein japanischer Sagenfuchs. Ich glaube, es hat tatsächlich was mit der Sage zu tun, auf der auch Naruto basiert. Es gibt diese Sage um den neunschwänzigen Fuchs in Japan.
Aber ich weiß nicht genau, was der kann und was der macht und wo der herkommt. Und ich glaube, dass diese Maske auch dazugehört. Finde ich voll geil. Vielen Dank. So, erstmal ins Lager. Voll gut. Dann haben wir hier noch die Taucherbrille. Okay, die können wir ja nochmal behalten. Dann können wir nochmal ins kalte Herbstwasser tauchen, wenn wir wollten. Den Mondteppich packe ich erstmal ins Lager zurück. Und dann haben wir hier noch die Skelettkapuze. Die kann auch erstmal weg. Okay, was haben wir hier für Teppiche? Ich gucke mir das mal an. Lass uns doch mal schauen. Vielleicht im Bad, weil da habe ich, glaube ich, keinen Teppich liegen. Da können wir gleich mal gucken, wie der aussieht. Und vielleicht können wir den auch liegen lassen, je nachdem, ob er schön ist und ob er passt. So, zeig mal her. Wo war er denn? Hier oben, hä? Coole Matte von Mama. Okay, zeig mal her. Cool. Ganz ehrlich, die ist wirklich cool. Und das ist wie so ein Vorleger. Die ist gar nicht so groß. Die passt absolut nicht ins Bad, aber vielleicht ins Schlafzimmer. Das ist wie so eine Vorlegermatte, wie so eine Tagesdecke so ein bisschen. Aber es ist komisch, dass die für den Boden ist, oder? Komm, wir gehen mal gucken. Vielleicht kann ich die ins Schlafzimmer werfen. Oh, jetzt bin ich rausgelaufen. Da ist er kurz zur Seite geditscht. Das tut mir leid. Na, gehen wir nochmal rein. So. Zack. Ich mag das Türschild. Das ist cool. Gefällt mir. Und ich weiß nicht, ob Pilze wachsen. Irgendwo, einfach so auf der Insel. Würde Sinn machen. Vielleicht unter Bäumen. Weil die sind ja meistens in der Nähe von Bäumen zu finden. Und ob es da verschiedene Pilze gibt, wäre auch interessant. Wartet mal. Was ist, wenn wir das direkt hier hinwerfen? So, auf dem Boden. Ich glaube, das ist halt jetzt eine komische Farbe, weil die ein bisschen anders ist. Oh, nee. Warte, falsch. Jetzt habe ich Select gedrückt. Das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich nach unten drücken. So, dann können wir das nämlich noch verschieben so ein bisschen. Was ist, wenn wir das hier so vorschmeißen einfach? Das ist okay. Ja, machen wir so. Cool. So, warte mal. Wir haben noch dieses Nachttischlämpchen. Vielleicht nehme ich mir das nochmal und stelle das nochmal irgendwie cool hin. Vielleicht auf den Nachttisch. Ich nehme mal kurz die Pflanze hier. Zieh die runter. Wenn wir hier das Ding, können wir nämlich noch nachdarstellen und die Pflanze hier mit draufstellen. Können wir jetzt dann so drum rumdrehen. Es ist bloß wichtig, dass der Hamster das nicht anknabbert, weil ich glaube, das ist nicht so gesund für den Hamster. So, dann gucken wir mal. Raumsonde, Rakete. Das müssen wir noch irgendwie beim Mond platzieren. Die Tischlampe, genau. Weil ich finde die sehr cool und die sieht sehr schnieke aus. Passt halt auch einfach zum Nachttisch so ein bisschen. Cool. Macht gleich was her, so. Ja, finde ich gut. So, raus mit uns. Vielleicht gehe ich gleich mal Richtung Mond und schau mal, ob ich die ein bisschen cool hinstellen kann von Kevin, die Sachen. Vielen Dank nochmal, Kevin. Ich weiß, sie waren nicht günstig. Das war bestimmt relativ teuer und schwierig, das zu besorgen. Und der Grind dafür ist relativ hart. Hallo! Wow, es hat wirklich funktioniert. Hi, Niguki. Ich trainiere gerade meine Gehirnmuskeln für die Gedankenübertragung. Ich habe ganz fest an dich gedacht und du bist jetzt tatsächlich zu mir gekommen. Katza! Ja, du stehst ja hier so süß. Okay, das ist noch ein Geschenk von uns. Das nehmen wir noch mit. Hier haben die Leute noch Bonbons stehen. Krass, die Kürbisse wachsen immer noch. Okay. Bleiben die einfach stehen? Wachsen die das ganze Jahr? Das ist ja voll cool. Das wäre voll interessant. Ich werde sie heute entfernen, aber das wäre cool zu wissen. Hier ist noch ein Lolli. Süß, wie er singt, der Quetzal. Na, dass man dich mal wieder sieht, Niguki. Wie steht's? Irgendwas Verrücktes erlebt in letzter Zeit? Ich will es doch hoffen. Solange nichts zu Verrücktes dabei war. Nö, ging eigentlich. Man hat nur einen Körper, also ruinier dir den mal lieber nicht vor der Zeit. Flapp. Das sind weise Worte von dir. Vielen Dank. Du bist der Yoda unserer Generation. Was mache ich jetzt? Ich werde erstmal gucken, dass ich die umstelle. Ich habe überlegt, ob ich schnell zu Tina renne und mich nochmal umziehe. Aber das machen wir gleich. So, erstmal das Unkraut hier weg. Wie sieht das denn aus? Ich bin auf dem Weg. Wir können auch mal gucken, ob der Rainer eventuell da ist. Das wäre vielleicht noch ganz interessant. Ganz ehrlich, mir gefällt das Tor hier. Ich finde das nicht schlecht. Vielleicht lasse ich ein bisschen... Oh, ich dachte, das wäre ein Grashalm, aber es war nur eine Heuschrecke. Ein bisschen davon stehen. Maestro, gerade eben habe ich mich gefragt, wann wir uns wohl wieder über den Weg laufen. Ich habe versucht, mir die Zeit mit Psychologie zu vertreiben, aber das ist auf Dauer langweilig. Ja, Psychologie ist anstrengend, ich sag's euch. Ist auch nicht... Die menschliche Psyche ist super gruselig, ich sag's euch. Nichts, was man gerne haben möchte. Oh, cool! Wisst ihr was? Die Stechpalmen blühen und das gefällt mir. Finde ich voll cool. Nice. Das ist cool. Sind wir das erste Mal dieses Jahr? Okay, wir müssen unbedingt aufräumen. Ich habe aber erstmal noch ein bisschen vor, vielleicht die Sachen ein bisschen loszuwerden, die ich jetzt hier habe. Gucken erstmal, wo ich die nett hinstellen kann. Vielleicht hiermit? Weil hier sind ja auch Raketen und so Zeug. Ich werde erstmal das Unkraut mitnehmen. Das sieht alles furchtbar aus hier. Ja, ich war halt echt ein paar Tage nicht da so. Das wuchert dann halt schnell.
Aber ich würde das einfach verkaufen. So. Und ich guck mal, wie groß diese Rakete ist. Und vielleicht können wir die ja hier mit hinstellen irgendwie. So, Blumenstände geht mit auf den Kirchhof. Kirchhof ist ein schöner Name für den Friedhof. Espressomaschine, Geheimnisbüste, die können wir gleich noch, genau, Rakete mit Besatzung platzieren. Oh, krass. Das ist so geil. Guckt euch das an. Aber wo sieht man die Besatzung? Und wie viel Gas hat die? Ich glaube, ewig viel. Kann ich die auch ausschalten? Nö. Vielen Dank, Kevin. Das ist richtig cool und das ist gar nicht so groß, wie ich dachte. Vielleicht kann die hier so starten. Ich weiß nicht, ob das geht. Ich glaube, die war zwei breit. Ich guck mal eben. Rakete mit Besatzung platzieren. Nee, ist nicht genug Platz. Vielleicht von hier aus. Ich guck mal. Platzieren? Nee. Mist, schade. Vielleicht von hier, wenn ich die hier hinpacke. Das geht tatsächlich. Oh, cool. Kann ich die noch anfassen? Ja. Und die soll in Richtung nach da starten, so quasi. Kann ich die noch ein Stück nach hier ziehen? Ja. Könnte ich. Kann ich die noch nach da ziehen? Ja. Und schieben kann ich sie auch noch. Kann sie ziemlich weit schieben, aber dann sehen wir sie halt nicht mehr. Und vielleicht ist es, macht es mehr Sinn, wenn das Triebwerk nach da zeigt. So dass wir quasi hier die Rakete haben, die ständig startet. Voll geil. Ich find's richtig cool. So, okay. Und dann hatten wir noch die, noch mal was. Eine Raumsonde. Zeig mal her. Ah, die sieht auch richtig geil aus. Die muss auf jeden Fall mit in den Orbit vom Mond. Mal gucken, ob ich die hinkriege irgendwo. Die ist gar nicht so groß. Das müsste klappen. Vielleicht auch gleich mit hier hin. Ich meine, ich komme da eh nicht durch zurzeit. Deswegen können wir das einfach hier alles hinpacken. Ja, es ist so geil, Leute. So geil. Kann ich das noch drehen? Nee. Nö, dann bleibt sie so. Aber es ist okay, dass sie so bleibt. Guck mal, sie schwebt zwischen den Asteroiden. Neben der startenden Rakete. Beim Mond. Auf Luna Isle. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So, was habe ich noch? Espressomaschine, okay. Paravent. Kann ich den irgendwie noch benutzen? Ich... eventuell für drin. Die Geheimnisbüste, noch eine Espressomaschine, den Blumenständer. Den Blumenständer können wir nochmal mit erstmal grob raufwerfen auf den Friedhof. Vielleicht schaffen wir es gegen Ende der Folge nochmal ein bisschen den Friedhof zu dekorieren. Aber ich habe heute erstmal Priorität, dass wir das Halloween-Zeug einsammeln. Und ich wollte den Berghain noch besuchen gehen. Da habe ich schon lange versprochen, dass ich mal vorbeikomme. Und ich habe gesagt, das machen wir dann nachher noch. Der macht dann später seine Insel auf und dann wird es sicherlich ein netter Besuch sein. So, dann werde ich den Blumenständer erstmal hier so hinwerfen. Das ist alles erstmal grob. Ah, oh, es ist voll schön. Der hat auch nochmal eine andere Farbe. Richtig toll. Cool. Gefällt mir. Gefällt mir sehr gut. Okay. Geilo! So, ist Liliane zu Hause? Nö, die ist irgendwo unterwegs. Und hier hatte ich immer noch nicht den Aufgang fertig, ne? Da vorne. Den können wir mal abbezahlen. Oder habe ich den abbezahlt das letzte Mal? Ich kann mich nicht mehr richtig erinnern. Ich muss mal schauen. Ja, der ist fertig. Cool. Und das sieht richtig schön aus. Guck mal. Das passt voll gut. Man kann da jetzt einfach hochlaufen. Geilo. Okay, cool. Also, dann machen wir jetzt Folgendes. Ich werde mal die Espressomaschine hier hochziehen, dass wir wissen, dass wir das alles noch irgendwie mit... Genau, Geheimnisbüste bleibt erstmal da. Die Spinnen... Das Spinnentürschild, das werden wir mit einlagern. Was ist das hier? Ein Paravent, den können wir mit ins Haus packen. Das hier ist die zweite Espressomaschine. Okay. Gut, das werde ich erstmal alles einlagern. Und was ist das da oben noch für ein Teppich? Eine Raumschiff-Tapete. Gut, die können wir auch mit einlagern. Und das Ding, eine Geheimnisbüste, die würde ich nochmal zu Eugen bringen. Das machen wir mal gleich. Dann haben wir noch, nämlich noch ein Fossil. Dann würde ich zu Nepp und Schlepp gehen, das Ganze verkaufen. Und wisst ihr was? Ich werde jetzt hier alle Bastelanleitungen schnappen und die auch mit verkaufen. Weil ich will Platz haben hier. Das muss wieder hübsch werden. Das alles haben wir doppelt. Auch den Song, das haben wir alles im Laufe der Zeit mal gesammelt oder geschenkt bekommen. Und ich habe das halt immer hier liegen, falls Leute mich besuchen kommen und die noch Sachen brauchen davon, dass sie sich das mitnehmen können. Aber ich möchte das jetzt weghaben. Das liegt jetzt hier schon über ein halbes Jahr alles rum. Okay, dann haben wir da oben wieder aufgeräumt so ein bisschen. Dasselbe machen wir auch mit den doppelten Sachen gleich mal im Lager. Da werde ich alles rausholen, was ich doppelt habe und das mal verkaufen. Dass wir da wieder so ein bisschen Platz kriegen. Wir haben nämlich ziemliche Platzprobleme, glaube ich. Was ist das? Ja, guck, Maske. Noch eine? Oder war das meine? Dankeschön. Cool. Ziemliche Probleme sonst mit dem Platz. Und das Ding ist jetzt, wir haben wirklich, wirklich viele Halloween-Artikel. Und das werden wir alles ins Lager werfen, bis zum nächsten Jahr.
Und das wird einiges an Platz einnehmen. Und deswegen würde ich gerne ein bisschen weiteren Platz schaffen auf anderer Seite. Sonst sind wir super schnell voll. So, mal gucken, was die beiden Tanuki-Freunde dabei haben. Ach, guck mal, sie haben ihren Platz entfernt im November. Hier, den linken. Hallo, willkommen in Nuxladen. Zu euch wollte ich eigentlich gar nicht. Oder noch nicht. Guck mal, die haben voll den geilen Spind. Das ist ja cool. Da kannst du dich bestimmt umziehen dran. Denn hier der Herd, der würde für die Küche passen, glaube ich. Interesting. Und sie haben noch ein paar Kürbisse stehen, weil es einfach zum Herbst passt auch. Und so ein paar Girlanden hängen noch. Voll cool. Und der Eimer, den haben wir schon. Okay, ich komme gleich nochmal zu euch. Vielen Dank. Aber ich muss erstmal zu euch gehen. Dass wir das erstmal gemacht haben. Guck mal, bei Barry brennt Licht. Da kann ich vielleicht auch nochmal vorbei. Vielleicht hätte ich noch eine nette Bastelanleitung für uns. Ich würde auch nochmal schauen, ob ich später einen Amiibo rufen kann. Ich habe mir einen ausgesucht für heute. So, Eugen, hallo, guten Tag. Ich grüße Sie, Nigoki. Willkommen im Museum von Luna Eye. Wie darf ich Ihnen dienen? Ich würde gerne etwas analysieren erstmal. Und zwar dieses nette Ding hier, das Fossil. Guck mal, es hat genau gereicht, der ganze Platz. Und dann wollen wir doch mal sehen. Also, ja, es ist völlig offenkundig ein Mammutschädel. Oh, krass, okay. Mammutschädel. Sieht, glaube ich, cool aus, aber ich glaube, das Mammut hat auch drei Teile. Und da müssten wir, glaube ich, noch den Rest sammeln. Und ich habe leider keinen Platz mehr großartig für die Fossilien, obwohl ich die gerne hinstellen würde, weil die toll aussehen. So, dann können wir noch was stiften, glaube ich, wenn das echt ist. Tatsächlich ist es das offenbar. Oder beziehungsweise werden wir gleich rausfinden, ob es das ist. Die Geheimnisbüste. Da! Eugen! Was? Ist das etwa eine Geheimnisbüste? Authentisch, unverfälscht? Kein Zweifel. Welch herrlicher Anblick. Mehr noch, als ich je zu träumen wagte. Ich werde dieses edle Stück mit äußerster Sorgfalt behandeln. Großes Kuratoreneinbau. Zudem werde ich eine Hinweistafel installieren mit wissenswerten Informationen über Spende. Cool, vielen Dank. Das ist jetzt das dritte Mal, dass wir diese Büste in der Hand hatten. Und diesmal ist sie tatsächlich echt. Vielen, vielen Dank für die Spende. Ich gucke mir die nochmal an, kurz. Wenn er die gleich ausstellt, kriegen wir vielleicht noch ein paar nette Infos zu der Büste, zu Nofretete. Das ist, glaube ich, eine ägyptische Göttin gewesen. Guck mal, hier steht sie gleich. Es ist, glaube ich, eine Pharaonin gewesen damals. Komm, vielleicht kriegen wir eine coole Info dazu. Geheimnisbüste, 8. November 2020, gestiftet von Nigoki. Büste der Nofretete. Tutmosis um 1345 vor Christus Kalkstein. Krass, wie alt das Ding ist. Guck mal, vor Christus heißt schon mal 2000 Jahre her. So, und dann nochmal 1345 drauf. Das sind 3345 Jahre ist dieses Teil alt. Und es existiert noch. Und es hat einen krassen Zustand dafür. Eine Büste der Nofretete, deren Namen übersetzt so viel bedeutet wie die Schöne ist gekommen. Königin Nofretete zählte damals zu den drei schönsten Frauen des alten Ägyptens. Es ist bis heute unklar, ob ihr linkes Auge abhanden kam oder der Künstler seine Arbeit nie beendete. Ah, okay. Krass. Ja gut, wie wirst du das wissen 3000 Jahre später? Kannst du nicht. No? Krasses Ding so. Ich finde das voll faszinierend, so eine archäologischen Funde. Jetzt auch im echten Leben so. Auch ich finde es immer super spannend, wenn sie irgendwelche Pyramidenkammern entdecken und dann da mit Kameras reinfahren und das dann live übertragen und dann irgendwelche krassen Pharaonengräber irgendwie aufdecken oder so. Das ist super interessant. Weil es ja einfach so alt ist und so lange unberührt. Jeder weiß es. So, jetzt gehe ich nochmal schnell zu Napp und Schlapp, verkaufe ein bisschen. Das wird nicht die Welt an Geld bringen, aber halt auch ein bisschen Platz einfach. Und dann gehe ich nochmal nach Hause und gehe ans Lager und werde mal ein bisschen ausmisten. Okay, da spielt Animal Crossing. Grüße an dich, Google Tor. So. Willkommen, herzlich willkommen. Was können wir für dich tun? Ist das süß. Ihr könnt mal was kaufen, bitte, von mir. Also, was willst du verkaufen? Ich will hier verkaufen Folgendes. Dieses tolle Mammutgedöns. Dann einmal das. Ich weiß nicht, die werden alle gleich viel Geld bringen, die ganzen Bastelanleitungen. Und die Jakobmaske behalte ich noch, einfach weil sie selten ist. So, und das Unkraut können wir auch noch mal verkaufen mit. Zack. Bitteschön. Oh, da hast du ja einiges dabei. Rechne mal durch. So, 7070. Ja, das ist okay. Sind wir bei 40.000. Nehme ich mit. Und dann machen wir es folgendermaßen. Auf dem Weg wäre es jetzt, glaube ich, ist, glaube ich, praktischer, wenn wir zuerst ans Nook-Portal gehen, da den Nook-Malen abholen, den Amiibo rufen. Oder? Das machen wir mal. Ich sag noch nicht, welcher Amiibo. Aber er ist süß. Ich finde den super süß, ehrlich gesagt. Und hier liegt noch voll viel Zeug auf dem Weg rum. Was mir auch gerade einfällt, wenn wir jetzt den Halloween-Platz räumen,
dann ist da erstmal voll die Lücke wieder. So, aber das ist okay, die können wir dann schon irgendwie noch zukleistern. Komm mal da, die Melinda macht Herbstputz. Willkommen, Noob Hall. So, vielen Dank für die Bonusmeilen, das sind 50 Stück. Mehr kriegen wir nicht, weil ich irgendwie die 2 Tage im Stück spiele. Ich würde gerne mal den Camper noch einladen, bitte. So, die Karte habe ich hier liegen. So, ja, mach mal. So, habe ich vorbereitet. Liegt hier in meiner Hand oder zwischen den Fingern. Zack. Erkanntes Amiibo, die Regina. Möchten Sie sie auf den Campingplatz einladen? Ja, gerne, Regina. Komm herbei. Die Reggie. Oh, ist sie süß. Guck mal, voll schön, wie sie aussieht. Hier spricht Regina. Was ist dein Begehr, Stampf? Stampf. Ich möchte Kartoffelstampf, bitte. Ich soll auf den Campingplatz von Luna kommen. Das klingt gut. Sehr gerne. Allerdings könnte es ein Weilchen dauern, bis ich meine Campingausrüstung ausgegraben habe. Na, beeil dich mal. Ich bin gleich bei dir. Hat sie gar keine Haare? Ich dachte, sie hat eine Frisur. Aber offenbar ist sie glatzköpfig. Dafür hat sie ein nettes Horn. Okay, dann haben wir Regina gerufen. Mal gucken, vielleicht hat sie eine nette Bastelanleitung. Ich finde sie ganz süß eigentlich. So, finde jetzt nicht, dass sie ein Kandidat für die Insel wäre, aber süß ist sie allemal. Ich gehe nochmal ganz fix zu Tina erstmal. Kleide mich ein bisschen neu ein. Oh, was haben sie da für einen coolen Pulli im Schaufenster? Der sieht cool aus mit den 3 Streifen. Was mir gerade auch eingefallen ist, es ist schon eine Weile her, aber die... Hi, grüß dich. Die Marina aus der Community, die hatte mir einen QR-Code geschickt, beziehungsweise einen Code geschickt für ein Design, was sie selbst gemacht hat. Hat sie mir quasi so einen Nigoki-Pulli gemacht. Den habe ich bis jetzt noch nicht reingeladen. Das muss ich mal noch machen, die nächsten Folgen. Was ich allerdings sehe, da hinten ist der Junimo-Pulli. Der ist bestimmt auch von Marina oder von Juicy. Das kann auch sein. Ich glaube, Juicy hatte den Junimo-Pulli damals. Voll schön. Kommt von Stardew Valley. Ich mag das Game. Es war cool, dass ich eure Designs da sehe. Und auch einen Nike-Pulli haben sie. War cool. Und es gibt immer noch Hexenklamotten. Und hier der Skull, also der Schädel, wirkt auch sehr Halloween-mäßig. Okay. Ob sie den ganzen Herbst lang Halloween-Zeug noch verkaufen. Das wäre ja cool. So, was habt ihr denn heute hier? Das ist ja nett. Fußballtrikots. Okay, ich bin jetzt kein großer Fußballfan. Das liegt einfach an meiner Gesinnung. Da bin ich nicht so begeistert. Das ist irgendwie... Ich meine, ich kann verstehen, dass die Nation Fußball liebt. Und das ist auch okay. Aber ich bin nicht so der Sportfreak. Streberschuhjacke. Ganz ehrlich, die sehen toll aus. In grün. Die gefallen mir gut. Hä? In Grau? Okay. Vielleicht ein bisschen mehr Farbe rein. Vielleicht... Die sind auch cool, die Schlupfjacken. Die sind halt richtig toll. Ich mag die Farbe hier. Oder die. Sind halt dreifarbig. Dreifarbig ist immer schwierig, aber das sieht gut aus. Ich nehme mal den hier mit. So, und dann dazu noch Hosen. Eine gelbe. Oder schwarz. Oder blau. Kannst du, dass sie immer noch die Hexenkleider haben? Ich nehme mal die blaue, die passt gut zum Oberteil. Das sind noch Schlapperpulli-Kleider. Okay, cool. Was ist das? Kuhschädelhelm. Okay, der sieht echt gruselig aus, ehrlich gesagt. Hier gibt es noch Filzhüte. Die haben wir, glaube ich, komplett schon. Und dann Kaugummiblasen. Ich nehme jetzt mal diesen Schädel da. Schuhe. Oh. Ich nehme mal die Orange und die sind cool. Kunstleder-Sneaker in Orange. Wir müssen jetzt nicht unbedingt das anziehen. Ich werde jetzt einfach einmal durchgehen. Das kaufen, was ich jetzt hier habe. Hexenkleider und so. Ah, brauche ich jetzt nicht mehr. Halloween ist rum. Was ich noch ganz cool finde, sind die Schlupfjacken und die Schuljacken. Aber das ist okay, die kriegen wir nochmal irgendwann wieder. So, nee, ich trage das jetzt nicht. Wir gehen uns nochmal umziehen. Ich muss eh meine Hautfarbe ändern. Vielen Dank, ich schicke deinen Einkauf per Post. Okay, schicke es sofort. Tschüss, Tini. Tschüssi. Und Sina auch, ich wink dir da hinten beim Schneidern. Die war noch beschäftigt, wollte sie jetzt nicht stören. Eigentlich hätte man noch reden können mit ihr, das wäre höflich gewesen, aber... So ist es jetzt. So, schnell hier ran und damit wir uns ziehen können um. Na, okay, ausziehen. Ich bin nackig. Oh. So, warte. Wir nehmen erstmal ein Oberteil. Und ganz nackig sind wir nie. Wir haben immer ein Unterhemd an. Also, ne, das ist hier jetzt ein kinderfreundliches Game. Für alle Alterklassen. So, warte. Der sieht halt toll aus auch. Caro Chesterfield. Wisst ihr was? Den ziehe ich an. Der sieht toll aus. Voll der schöne Mantel. Oh, der ist richtig schön. Aber das habe ich schon tausendfach gesagt, glaube ich. Mir gefallen die Mäntel sowieso extrem gut. Wir könnten auch echt schlichter laufen heute, aber ich will diesen Chesterfield-Mantel anziehen.
Dazu eine Horse in... Das könnte sogar gehen in grün. Das würde passen. Cool, okay. Dazu eine... Ulala Mütze. Nein, wir nehmen diese braune Mütze, weil das passt zum Mantel. Jetzt habe ich die endlich auch, die Botenmütze, in der Farbe. Weil ich hatte die immer nur in der Farbe und das ist halt... Das ist zu hell. Das beißt sich. Aber so geht's. Gut, die Hose. Wir könnten natürlich auch den Hut uns... Das sieht aus wie so eine kleine Eichel. Das ist voll süß. Wisst ihr was, wir machen so, das erinnert an den Herbst so ein bisschen. Da sehen wir aus wie so eine süße kleine Eichel. Wir sind Eichelman heute. So, dann brauchen wir noch Schüchchen. Socken vielleicht vorher auch. Die können wir uns in Grau anziehen, das sieht eh kein Mensch. Und die Schuhe machen wir auch in einer braunen Farbe am besten. So könnte man das machen, ja, wenn man das wollte. Wir könnten es auch in weißbraun machen. Die habe ich eh doppelte Schuhe. Ja, aber ich lasse mal die doppelten Schuhe drin, dass ich die sehen kann gleich, wenn ich noch ausmiste. Einfach Stiefel, oder? Ich glaube, Stiefel sind ganz gut. Sind zwar schlicht, aber passt gut. So, dann können wir noch dieses braune, schöne Herbsttäschchen dazu tragen. Nein, können wir nicht. Aber das Ding, können wir Eicheln sammeln mit, im Tragekorb. Der war eigentlich damals für die, ich glaube, für die Traubenernte. Nee, das ist der Traubenlesekorb, okay. Vielleicht nehmen wir auch einfach nur eine grüne Tasche, das könnten wir auch machen. Aber das ist halt ein schlechtes Grün, das ist kein richtiges Grün. Okay, ich nehm das hier, das passt ganz gut. Das ist nur eine Nuance heller als meine Hose. Deswegen geht das. Okay. Ja, sieht nett aus. Dankeschön. Ich habe jetzt nichts im Gesicht weiter, aber das ist okay. Relativ herbstlich heute, finde ich gut. Ich mag auch diese komischen Spitzkapuzen. Ich habe jetzt vergessen, wie die heißen. Mein Hut auf jeden Fall. So, ändern wir hier noch was. Ich würde erstmal... unsere Standard-Augenfarbe zurückholen. Das wäre dieses Grau. Wir hatten Grau. Dann die Hautfarbe. Ich glaube, es war nicht diese, es war diese. Nee, oder diese? Oder doch diese? Oder doch diese? Nee, so dunkel waren wir nicht. Ich glaube, wir waren... Ich glaube, das hatten wir hier. Ja. Okay. Und noch eine Haarfarbe würde ich ändern, eventuell. Ich meine, das Türkis ist echt süß, aber wir könnten ein bisschen herbstlicher gehen. Vielleicht gehen wir orange. Das ist ein bisschen aus wie Pumuckl, ne? Das ist eigentlich süß. Dann können wir ganz in rot. Nee, das ist so knallig rot. Vielleicht blond? Blond ist gut. Das ist echt gelbblond, so ein bisschen urinblond, aber es geht. Wir könnten so ein blond auch nehmen. Ja, das sieht ganz gut aus. Ich glaube, mit dem bin ich damals eh mal rumgelaufen. Na, ja, machen wir das. So, zack. Jetzt sehen wir wieder menschlich aus. Das ist irgendwie süß, oder? Wie so ein kleiner Monchichi, so ein bisschen. Cool. Okay, so, jetzt haben wir mehrere Möglichkeiten. Entweder gehe ich hoch zum Zelt gleich, aber ich würde erstmal ganz kurz anfangen, die Halloween-Sachen aufzuklauben hier. Auch die Geschenke, die nicht eingesammelt wurden das letzte Mal. So viel ist es nicht, die meisten Sachen sind weg. Aber hier gibt es noch Zeug. Das ist tatsächlich, wow, 30 Steine, vielen Dank. Noch ein bisschen Materialien, ey. Und hier auch noch Bonbons. Okay. So, dass wir die Wege erstmal säubern, so ein bisschen vom Fest. Und das ist... Kürbisboden. Cool, vielen Dank. Die Leute haben wahrscheinlich auch so ein bisschen auf der Insel die Bonbons eingetauscht zu Halloween und haben dann mir das Zeug gegeben, was sie nicht brauchten wahrscheinlich. Das sind noch Geschenke. Alles, was nicht golden ist, kommt von den anderen Leuten. Das könnte ich mir definitiv angucken. Hier, die Kürbisse nehme ich erstmal mit. Das Problem ist halt echt, dass wir ziemlich schnell voll sind. Wir müssen öfters rein und raus gehen. Hey, Wolli. Na, habe ich schon mit dir geredet heute? Hallöchen, Glitzy-N. Voll lange nicht gesehen. Hast du total viel zu tun? Ja. Also, mir war so langweilig, dass ich mich einen Nachmittag lang mit Zeichnen beschäftigt habe. Oh, das habe ich früher viel gemacht. Will mich ja nicht selbst loben, aber ich war ziemlich gut. Wuschel. Okay, cool. Das ist doch nett. So, warte mal. Das können wir jetzt auch erstmal mitnehmen. Erstmal, das ist jetzt die erste Runde, nehme ich das mit, was so auf den Straßen noch rumliegt. Und ich hatte ja nur am inneren Ring ausgelegt. Das heißt, hier ist noch was. Das heißt, da müssten wir ziemlich schnell eigentlich alles zusammen haben wieder. Das könnte schon voll sein jetzt. Nee. Jetzt sind wir aber voll, jetzt muss ich raus, beziehungsweise rüber, erstmal ins Haus, das einlagern, was ich einlagern kann und dann geht's weiter. Ganz ehrlich, das ist eigentlich schade, ich mag die Halloween-Sachen, also die sind toll aus. Vielleicht lasse ich ein, zwei Sachen stehen so und reduziere es halt einfach. Hier im Haus, ja, können wir dann zum Schluss entfernen, dieses ganze Zeug. So, das sind meine eigenen Geschenke, die muss ich alle erstmal wieder auspacken. Deiner Stuhl, okay, geht ins Lager. Auspacken. Hochzeitstafel, ins Lager. Auspacken. Eismaschine, okay.
Ich dachte, ich wäre sie losgeworden, aber nein. Ich habe keine Verwendung dafür. Ich weiß nicht genau, was ich damit machen soll. Aber es sind coole Sachen dabei. Also ich freue mich eigentlich, dass nicht alles weg ist davon. Brettspiel, okay. Ich glaube, die zweite Runde ist damals so ein bisschen untergegangen. Als ich dann nochmal durch bin mit den... Der Holzrehkopf, den gibt es auch noch. Mit den zweiten Geschenken. Ich glaube, da ist nicht alles eingesammelt worden von. So, der Wellenbrecher. Okay, geht zurück ins Lager. Und das ist noch ein Geschenk von euch. Das gucke ich mir auch noch an. Golderz. Oh, vielen Dank. Cool, das hilft uns auf jeden Fall. Lolli geht zurück ins Lager. Die Bonbons werde ich zurück ins Lager packen. Eisenerz. Oh, nein, ablegen macht keinen Sinn. Nimmst du wieder mit. Aber die Steine kommen erstmal weg. Die können wir dann noch mit vercraften. Ein Holz. Naja, den Ast lasse ich mal. Kürbisboden packt, kommt ins Lager. Kürbis. Nee, Raumschiff-Tapete. Die hatte ich weggenommen das letzte Mal. Von hier, glaube ich sogar. In dem Raum, wo wir jetzt stehen. So, dann die ganzen Kürbisse. Ich weiß nicht, ob wir da was verkaufen müssen, Leute. Wahrscheinlich ist es so. Wahrscheinlich ist es so. Ich werde jetzt erstmal alles ins Lager werfen. Aber da wird so viel übrig bleiben. Wir müssen auch nochmal Kürbisse ernten. Jakob Maske geht auch ins Lager. So, was haben wir hier? Die Hängematte. Hängematte? Wo kommt die her? Okay. Die können wir vielleicht nochmal nett aufstellen. Die Hängematte sieht cool aus. Espressomaschine würde ich ins Lager werfen. Paraben. Spinnentürschied kommt nächstes Jahr zu Halloween wieder raus. Espressomaschine 2 auch wieder ins Lager. So, den Paraben, den können wir vielleicht tatsächlich nochmal benutzen irgendwie. Die Hängematte würde ich vielleicht auch draußen nochmal unterbringen können. Irgendwo cool. Okay, dann haben wir das. Und das ist erstmal losgeworden. Dann würde ich das Halloween-Zeug schnappen. Oder ich lasse es einfach das Ganze ja stehen. Und dann zu den anderen Events adde ich einfach die anderen Sachen dazu. Wenn wir jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, Weihnachten kriegen, dann kommt hier noch so eine Christmas-Kugel daneben und Ostereier und was weiß ich. Wir schmeißen einfach alles on top und räumen nie wieder auf. So, die Hängematte, die können wir eigentlich hier mit an den Strand werfen. Ich habe schon eine da stehen. Aber vielleicht auch ein bisschen eher in die Richtung zu Marion darunter. Bei Marions Haus. Ich war gar nicht bei Barry. Ich wollte eigentlich noch zu Barry gehen. So. So, ich würde zuallererst den Platz aufräumen. Gucken. So, die Hängematte schmeiße ich einfach hier hin. Vor die Palme. Das ist vielleicht sogar eine andere Farbe. Nee, es ist exakt dieselbe, die wir schon haben. Aber die ist cool. Sieht gut aus. Gefällt mir. Und da kann man hier so unter der Palme schlafen im Herbst, wenn man möchte. Oder man wartet, bis es wieder warm wird draußen. Was mache ich mit den beiden Skeletten? Die sind halt auch voll cool. So, ich gehe jetzt hier erstmal durch. Das ist Marion. Okay. Was hast du, Hase? Wie ist die Glitzien? Es ist an der Zeit, Abschied zu nehmen. Ich will hier weg, Knuffi. Luna Alrock, aber ein neues, noch aufregenderes Leben muss her. Oh nein. Sie war eine der allerersten, die mit uns gestartet ist. Marion, ey. Wisst ihr was, es wird Zeit. Sie hat jetzt schon mehrfach gefragt, ob sie gehen kann. Sie ist die Letzte vom Startteam. Und ich lasse sie ziehen. Ich lasse sie heute ziehen. Dann können wir einen neuen... Oh Leute, ich bin nicht sicher. Ich will's nicht. Sie ist so cool. Nein, kannst du nicht bringen. Das nächste Mal, wenn sie mich fragt, darf sie gehen. Bei so einer starken Aussage packen sich meine Sachen von selbst wieder aus, Knuffi. Tut gut zu wissen, dass ich so eine coole, dass ich so coole Nasen wie dich auf meiner Seite habe. Bist echt stark. Du bist stark, Marion. Es tut mir leid, dass wir uns ewig nicht unterhalten. Hast du heute quasi was getrunken, Knuffi? Wie bitte? Weißt du was von Beate? Ihre Insel Island soll ja ordentlich rocken. Vielleicht sollten wir mal einen gepflegten Überraschungsbesuch planen, Knuffi. Ja, das können wir mal machen. Da hast du recht. So, ich werde jetzt aber erstmal hier alles aufräumen. So. Ich kann das nicht mitnehmen. Ah, doch, kann ich. So, bis ich nicht alles andere auf dem Tisch habe. So. Oh Mann, Leute. Es hat so lange gedauert, das alles hinzustellen. Und jetzt ist es alles ganz schnell wieder weg. Aber wir können auf jeden Fall die Spots hier, die Bodenspots, können wir anderweitig benutzen. Und vielleicht lasse ich den Platz an sich stehen und mache einfach einen Herbstplatz draus. Vielleicht aber auch nicht. Ist ein bisschen traurig. Das ist mal noch so. Ich nehme erstmal das andere Zeug drumherum weg. Vielleicht kann ich noch was daraus machen. Vielleicht machen wir einfach einen herbstlichen Platz daraus dann. So. Okay, das wird jetzt ganz schön... ganz schön, aufwendig, alles einzusammeln, aber es ist okay. Wir kriegen das hin. Und wenn ich noch ein, zwei Seiten Sachen stehen lasse, die ich jetzt übersehen habe, dann ist es auch okay. Ich finde das ja eigentlich auch cool, den Kürbis.
So, dann hatten wir hier hoch. Hatten wir noch ein bisschen was? Ja, genau. Das. So ein Bonbon. Dann das. Ich würde gerne aufräumen, aber die Tasche ist voll. Okay. So. Oh je, oh je, oh je, oh je. Oh je, oh je, oh je, oh je, oh je. Ja, vielleicht können wir das nicht alles in einem Rutsch machen. Das ist jetzt auch nicht so sonderlich spannend, sondern ich schnapp mir die Sachen, wenn ich einfach dran vorbeilaufe. Mal gucken. Und ich wollte auch noch den Bergheim besuchen. Ich habe gesagt, ich komme so gegen 19 Uhr vorbei bei ihm. Das ist jetzt auch. Gucken, vielleicht. Ja, schaffen wir das noch. Ich würde jetzt das erstmal einlagern. Hier, Kürbistisch. Das geht alles ins Lager. Paravent auch ins Lager. Ich würde einfach 100% hiervon ins Lager werfen. Und gucken, was dann noch auszumisten ist. Ich glaube, das müssen wir über ein paar Folgen aufteilen, sonst ist es einfach zu öde, wenn wir das jetzt alles nur machen. Ich würde eigentlich auch nochmal zum Friedhof hoch und den noch ein bisschen schöner machen. Aber ich glaube, das können wir auch nächste Folge machen. Leute, ich verspreche auch, dass wir jetzt ein bisschen öfter Animal Crossing spielen wieder. Ich habe halt echt viel vor und ich würde das gerne machen. Und mich interessiert auch, was der November bringt. So, ne? Da gibt es bestimmt wieder neue Tiere, die wir fangen können. Wir sollten auch echt mal wieder schwimmen gehen und sowas. Also es gibt immer viel zu tun in Animal Crossing. Ne? So ist es nicht. Okay, so, dann wieder raus. Ich könnte jetzt eigentlich nochmal durchs Lager huschen und eben schauen, ob ich noch was Doppeltes habe. Aber das können wir dann gleich machen. Ich mache jetzt noch eine kurze Runde mit Halloween-Deko-Zeug, dass wir das nochmal einmal schnell einsammeln. Hier wenigstens alles, was hier steht. So. So. Okay. Dann haben wir das. Und ich würde vielleicht auch mal Richtung, weil wir müssen jetzt eh hochlaufen, Richtung Campingplatz gehen und gucken, was die nette, wie hieß sie? Regina, glaube ich? Der ist super lustig, der Quetzal. Ich mag das, wie er singt. Was die nette Regina uns noch zu erzählen hat. Was sie möchte vor allen Dingen. Oh, cool. Ah, das sind die Pilze, die hier wachsen einfach. Okay. Das ist geil. Guck mal, das sind ja tatsächlich einfach Pilze. Rundpilze und Flachpilze, okay. Gut, na dann werden wir die auch noch nebenbei sammeln, sodass wir so ein paar einlagern können. So, dann haben wir bestimmt eine nette Möglichkeit, die irgendwie zu kriegen. Wahrscheinlich gibt es auch auf Noobmine-Inseln noch ein paar Pilze. Mal gucken. Hallo! Sie sieht voll süß aus, Regina. Wie schön, dass du mich hierher eingeladen hast, Stampf. Ich konnte es auch kaum erwarten und habe den erstbesten Flug zu dieser Insel genommen. Das ist cool. Es wäre wirklich toll, wenn ich einen Baumstammsessel von hier mit nach Hause nehme. Ein Sessel? Okay. Man wird hier noch träumen dürfen, Stampf. Da helfe ich doch gerne. Oh, das würdest du wirklich tun? Danke, danke, danke. Ich weiß auch schon genau, wie man das angehen könnte. Sieh dir mal diese Anleitung an. Vielen Dank, Rhonda. Regina. Rhonda. Ich glaube, ihr englischer Name ist Rhonda. Morgen früh bin ich weg, also falls du es mir geben willst, müsste es heute sein. Danke für das Angebot. Ich danke dir erstmal für die Anleitung. Das ist eigentlich auch der Grund, warum ich dich gerufen habe. Mann, ich war nicht sicher, ob ich Marion gehen lassen soll oder nicht. Ich habe echt Skrupel. Ich will das nicht. Ich will das eigentlich nicht. Ich mag die Marion voll. Ich finde halt voll cool, wie sie redet immer und was sie für Sprüche hat und so. Cool. Guck mal, der braucht Hartholz. 8 Stück, die haben wir noch. Und was haben wir hier noch gehabt? Das war voll cool. Guck mal. Das ganze Zeug. Oh, jetzt ist alles weg. Warte mal, ich könnte sortieren nach zuletzt erhalten. Dann müssten wir das wieder bekommen. So, einfach nach oben swappen. Genau, das war der Überraschungspfirsich. Den haben wir schon. Da brauchen wir bis Pfirsich und Weichholz. Das ist der Laubhaufen in Gelb. Der will Eicheln. Das ist die Waldtapete. Cool, also es gibt 4 verschiedene Arten von Pilzen. Es gibt den Elegantpilz, Rundpilz, Dürrpilz und Flachpilz. Cool, und hier gab es noch das Halloween-Zeug. Und Pilzschemel. Ach, krass. Aber das haben wir doch schon eine ganze Weile, den Pilzschemel, oder? Kann das sein? Hm. Okay, vielen Dank. Ich weiß nicht, ob ich den Sessel jetzt mache für Sie. Ich habe erstmal die Anleitung abgestaubt. Das ist mir das Wichtigere gewesen. Ich würde vielleicht dann einfach nochmal eben kurz gucken, ob ich vielleicht noch Pilze finde oder so. Und dann zum Berghang gehen. Oh, nee, das schmeißen wir wieder hin. Das brauchen wir. Reifenspielgerät, das bleibt da stehen. Aber das hier nehme ich mit. Und dann, ja, wir haben relativ krass und großräumig alles verteilt. Das heißt, es wird eine Weile dauern, bis wir alles haben. Aber ich habe jetzt schon mal viel mitgenommen, auf jeden Fall. Ja, okay. Das lagere ich noch ein. Und dann gehe ich nochmal durch die doppelten Sachen. Einfach, weil wir jetzt gerade noch sowieso ins Lager gehen. Und dann könnten wir schauen, ob wir da noch was verkaufen können. So.
Und vor allem, wie viel Platz wir noch haben. Das wird jetzt relativ eng. Ich meine, ich habe die 1600 offen, aber es ist halt relativ viel Zeug, was wir immer kriegen. Und deswegen sind wir da schnell voll. Da muss ich halt auch echt so ein bisschen Abstriche machen, leider irgendwann. Noch den ganzen Vogelscheuchen und Kutschen und hast du nicht gesehen. Kürbisturm, Kürbislaternen-Set, Kürbislaterne, okay. Und was ist das hier oben noch gewesen? Kürbistor, okay, das können wir auch nochmal wegmachen. So, dann die Pilze würde ich auch nochmal einlagern. Nicht ablegen, einlagern. Die sehen ein bisschen aus wie Trüffel oder wie Champignons. Das hier sind eher Steinpilze, finde ich. Flachpilz. Also es gibt relativ echte Pilzarten hier. Das ist voll cool. So, dann ans Lager. Okay, wir haben 500 Plätze ungefähr frei. So, sortieren. Nach alphabetisch. Wir können es ja nach alphabetisch sortieren. Nach Art. Ne, nach Art macht Sinn. So, dann haben wir hier nämlich alles Doppelte aufgelistet. Krass. Hier sehen wir halt echt alles ganz gut. Den Flügel muss ich mir irgendwann hinstellen, der Konzertflügel. Den habe ich von Sonja geschenkt bekommen. Grüße nochmal an dich, Sonja. Und sorry, dass du nicht an Halloween dabei warst. Wir haben privat darüber gesprochen. Nächstes Mal sehr, sehr gerne. Vielleicht zu Thanksgiving. Thanksgiving müsste jetzt Ende November sein. Ich weiß nicht, ob das auch in Europa dann passiert. Es ist ja eigentlich ein amerikanisches Fest. Aber es wäre schön, wenn wir das zusammen feiern können. Thanksgiving ist auch einfach so ein Tag, wo man mit Freunden und Familie zusammenkommt einfach. Ne? Das ist so der Gedanke dahinter, dass man sich bedankt bei... Also ursprünglich hat man sich, glaube ich, bedankt für die Ernte an Thanksgiving und für die Möglichkeit weiterzuleben und die Früchte zu genießen der Ernte und so. Man hat sich einfach für die Ernte bedankt damals. Und ich finde, das ist ein schöner Anlass. Es war jetzt in Europa nie groß, aber ich glaube, ich habe tatsächlich auch privat damals Thanksgiving gefeiert mit meinem damaligen Ex-Freund, der kam aus North Carolina. Und seinen Freunden, das war wirklich, wirklich cool. Es hat einfach wirklich viel Spaß gemacht. Der ganze Abend war sehr amerikanisch und wir haben so, weiß nicht, Brettspiele gespielt und so. Und ich habe viel gelernt an dem Abend. Und ich erinnere mich da immer noch gerne dran zurück. Und auch nicht alle Freunde, die an dem Abend da waren, sind heute noch am Leben tatsächlich. Und gerade deswegen denke ich da gerne dran zurück. Das war eine schöne Zeit. Wirklich schön. So, da kommt vielleicht auch meine Affinität für Amerika her so ein bisschen. Ich habe halt auch jetzt die Wahlen verfolgt. Ich bin so, so glücklich über den Ausgang. Aber ja, da ist jeder ein bisschen anders eingestellt. So viel dazu. Okay, cool. Ich misste doch nicht aus, habe ich gerade festgestellt. Das ist jetzt, das ist eine Sache, die ist eine Mammutaufgabe. Da müssen wir mal ganz sorgfältig durchgehen und alles rausräumen. Ich werde jetzt erstmal zum Berghain huschen und mir seine Insel anschauen. Ich war noch nie dort. Er kommt von Barcelona. Die Kürbisse lasse ich jetzt noch stehen, die machen wir dann das nächste Mal. Und der Platz ist jetzt erstmal stark reduziert. Das ist ein bisschen traurig, ganz ehrlich, sieht traurig aus. Aber so ist es dann. Komm, wir machen ein bisschen Gruselstimmung noch ein letztes Mal. So, ich hoffe, er hat seine Insel offen. Ich gehe mal vorbeischneiden. Interesting. Und dann können wir nämlich auch nochmal bei ihm zu Tina gehen eventuell. Vielleicht hat er noch was Hübsches. So. Hallo Bodo. Hey, hey, hey. Willkommen zum Tor und so. Wie kann ich behilflich sein? Ich würde gerne fliegen, mein Lieber. Roger. So, für die Flugunterlagen. Wo möchtest du hin? Ich würde gerne jemanden besuchen. Lokal oder online? Und zwar online. Verstanden, dann lasse ich Sie mal eben schnell eine Verbindung mit dem Internet herstellen. Oder ja, mach ich. Bitte, Bodo, stell sie her und dann kann ich fliegen. Das wäre sehr freundlich und toll. Speichervorgang, berühre nicht Power. Okay. So, wie möchtest du verreisen? Ich würde gerne per Freundesliste verreisen. Wir sind hier in der Freundesliste, der Berghain und ich. Suche nach Insel läuft. Wir haben gerade einen Flug nach Barcelona, startklar. Möchtest du dorthin? Ja, da möchte ich hin. Unbedingt. Dann lass mich doch hin. Abreise wird vorbereitet. Cool. Los geht's. Auf geht's. Auf geht's. Ab geht's. 3 Tage wach. So, dann kann es losgehen. Viel Glück. Vielen Dank. Schwupps. Öffne. Sieht immer so ein bisschen aus wie in so einem Einkaufsladen, ne? Wenn man da so durchgeht durch die Barrikaden so. Mit dem Einkaufswagen. Geht der Bahnsteig auf. Das Einkaufsparadies öffnet sich für uns und wir müssen durch ganz Ikea, um rauszukommen.
So, ich bin gespannt auf seine Insel. Ich bin echt gespannt, Leute. Wie gesagt, Berkan und ich, wir sind schon lange befreundet und er war schon bei mir, aber ich war noch nie bei ihm. Und ich habe gesagt, heute würde ich gerne mal vorbeikommen und ihm das und mir das anschauen. Ich hatte sowieso vor, im November ein bisschen aktiver die Insel zu besuchen, aber leider spiele ich nicht so viel gerade. Barcelona! Oh, sieht toll aus. Guck mal, ist ein Abendlicht so. Bei mir war es voll bewölkt, aber bei ihm ist voll die schöne Abendstimmung. Ach, die Ostsee beträgt 17:04 Uhr. Oh, seine Insel ist nicht auf der richtigen Zeit. Es ist früher. Okay, ich verstehe. Er hat seine Switch früher eingestellt, deswegen ist seine Zeit früher. Bei ihm ist es noch 17 Uhr. Okidoki. Ich bin gespannt, ey. Aber was ich gesehen habe, gefällt mir gut. Bisher. Mal gucken. So. Schwupps, das sind wir. Oh, wie schön das aussieht. Ganz ehrlich, er hat voll die schöne Zeit gewählt für 17:04 Uhr. Und er ist auch am 8. November. Hallo! Berkan! Voll cool. Ganz ehrlich. Das ist voll geil, was er hier schon gemacht hat. Ganz ehrlich, das ist voll die coole Struktur. Guck mal, er hat wie so einen Fluss hier. Und du musst darüber laufen, über die Brücke. Das ist wie so ein kleiner. Oh, das ist kein Fluss, das ist eher ein Teich, ja? Uhu. Hey! Wir machen noch lustige Manga-Augen dazu. Die gehören dazu. Ups, hey! Ach süß, guck mal, hat er mir was geschenkt. Was ist das? Ein Geschenk. Danke, Berkan. Süß. Ganz ehrlich, ich guck mich mal um bei dir so ein bisschen, okay? Okay, ich schau mich mal um. So, ich fand das hier schon mal richtig cool gemacht, ganz ehrlich, mit so einem kleinen Teil, der erstmal abgegrenzt ist. Hier hat er seinen Spielplatz. Cool. Kann man da auch drauf rumfahren. Ah, wer bist du? Du bist auch süß. Cool, wie er seine Augenbrauen immer hochzieht. Das ist ein süßer kleiner Spielplatz. Voll gut. So, warte mal, ich will mal ganz kurz mit dem Bewohner da reden. Wie der heißt, will ich auch wissen. Oh, guck mal hier, hier hat er so ein bisschen Blumenzucht unten. Du? Wer bist du denn? Ach so. Wahrscheinlich zu Besuch hier, ja? Schön, dich kennenzulernen. Ich heiße Nathan und ich wohne hier. Lasst uns Freunde sein. Oder er ist Nathan, kann auch sein, aber ich glaube, er ist Nathan. Ich mag die Blümchen hier, die sehen voll hübsch aus. Berkan, ich laufe dir einfach hinterher. Okay. So, hier oben hat er auch seinen Halloween-Platz. Das ist auch toll. Ah, cool, das ist voll schön gemacht. Guck mal hier mit der Mitte. Und den zwei Zugpferden, das ist richtig cool. Stimmt, dass ich darauf nicht gekommen bin. Das ist geil, dafür kriegst du Applaus. Warte, ich gebe dir Applaus. Oh, habe ich nicht. Kleinen Moment. Applaus, Applaus. Hier. Yay! Voll cool. Guck mal, er hat von einem Platz kommst du auf den nächsten. Das ist voll cool gemacht so. Er hat alles so ein bisschen in Plätze aufgeteilt. Das ist mal cool. Guck mal, und hier sind auch so eine. Hier ist seine Umziehkabine und hier hat er seine Badesachen stehen und auch sein Verleih quasi für die Surfbretter. Coole Surfbretter. Berkan, hast du die Mitte hier nochmal? Das hätte ich gerne auch. Das ist cool, das habe ich noch nicht. Okay, was ist das hier krass? Das ist wie so eine Einkaufsmeile oder sowas, ne? Mit dem Holz und so. Und ganz ehrlich, das ist auch cool hier. Das sind diese Baumstämme in Birke. Voll schön. Und auch so Custom Floors hat er hier, so selbstgemachte Floor Designs. Voll hübsch geworden. Ah, hier ist noch der halbe T-Rex. Okay, Leute, schickt dem Berkan bitte den T-Rex-Schwanz. Das fehlt ihm noch. Wenn ihr den gefunden habt und ihr habt den Berkan in der Liste. Der T-Rex-Schwanz. Dein Stuhl. Ja, cool. Sehr gut. Yay. So, das ist sein Haus. Das gucke ich mir gleich an. Ich würde mir dann. Da gehen wir gleich hin. Ich würde mir erstmal noch kurz die Insel anschauen vorher. Außerdem würde ich gerne noch zu Tina. Was ist denn das? Wie hat er das gemacht? Ah, das sind. Sind das Trennwände? Das sind Trennwände und er hat die mit einem Custom Design belegt. Und er hat das kaschiert hier mit so einem Aufgang. Das ist voll cool. Das ist richtig smart. Voll gut, Berkan, ey. Wie so eine Hausfront. Das habe ich auch noch nirgendwo gesehen. Das ist voll cool. Und dasselbe hieß hier mit Bücherregalen. Ich glaube nicht, dass das echte Bücherregale sind. Das sind auch diese Trennwände, oder? Nee, das sind echte Bücherregale. Okay. Links hat er da so einen Hochzeitsplatz. Gesehen im Augenblick und hier ist so ein kleines Café. Ist auch hübsch. Voll cool. So, komm, wir gehen mal hinter der Fassade lang.
Okay, wo hat er seine Läden? Das würde mich auch interessieren. Komm, wir gehen mal hier noch rüber. Hier kommen wir wieder zum Haus. Okay, das muss ich mir merken, dass ich dann nachher mich verabschiede auf der Stelle. Aber da irgendwie rüber können wir noch. Ich habe auch keinen Sprungstab bei. Das heißt, ich muss die Brücke finden. Hier. Sehr nice. Guck mal, und hier hat er oben seine Bewohnerhäuser stehen. Ganz ehrlich, es ist keine krass verkünstelte Insel, aber sie sieht super hübsch aus. Ganz ehrlich, es gefällt mir voll, dass es so schlicht ist, ehrlich gesagt. Du kannst voll viel mit Schlichtheit erreichen. Nette Dinge zusammenstellen und es sieht toll aus. Und es ist liebevoll vor allen Dingen. Das siehst du halt einfach, dass er sich Gedanken darum gemacht hat, wie er die Leute, die Sachen zusammenstellt. Und er hat extrem, extrem viel Platz noch. Er kann so viel noch machen. Guck dir das alles an hier. Das kannst du alles noch benutzen. Oh, hey, wer bist du denn? Ich kenne dich irgendwoher. Hermann, pardon, kommst du vielleicht rein zufällig von Luna? Ja. Oh, herzlich willkommen auf Barcelona. Ich heiße Hermann Bluehorn. Ich garantiere, dass du hier nur auf freundliche Zeitgenossen treffen wirst, inklusive meiner Wenigkeit. Okay, warte mal, ich will mal ganz kurz hören, wie seine Hymne ist, ob ich die ausfindig machen kann, weil die kommt mir bekannt vor. Das, was die Viecher singen. Oh, sagt er nichts mehr. Okay, jetzt muss man noch einen Bewohner finden, der mir die Hymne nochmal vorsingt. Geht das hier? Ja. Interessant, welche Hymne das ist. Zeig mal her. Ich glaube, auch in den Häusern ist keine Musik. Keine Hintergrundmusik. Nur manchmal, wenn sie halt Radios haben. Ah, Huschke. Okay, wir fragen Huschke gleich einfach mal. Huschi. Der ist so süß, ganz ehrlich. Ich mag, wie er aussieht, aber er ist super arrogant, der Huschke. Ich hab's nicht rausgekommen bei ihm. Aber bei dem anderen konnte man es gut hören. Nigoki, echt jetzt? Cool. Würde mich freuen, dir öfter mal zu begegnen, Nigoki. Jo, vielleicht, Huschke. Vielleicht eines Tages. Ich finde ihn süß. Ich hätte ihn auch gerne selbst als Bewohner, muss ich sagen. Aber Huschke ist extrem beliebt und jeder hat ihn. Viele suchen ihn. Oh, hier ist auch ein Nashorn. Ah, warte mal. Es kommt mir krass bekannt vor, das ist irgendein Videospiel. Achso, du bist nur zu Besuch von einer anderen Insel, Nigoki. Heißt du? Ich bin Rüdiger, Barcelona ist die beste Insel überhaupt, also viel Spaß. Dankeschön. Ah, wie war's denn? Wo kommt das her? Mir fällt's nicht ein. Aber ich kenne die Melodie. Ich kenne sie auf jeden Fall. Wo ist denn hier Tina bei ihm? Guck mal, hier sind alle seine Häuser hier oben. Okay, vielleicht ist sie ganz unten. Da ist noch ein fetter Fisch gewesen. Wo ist seine Tina? Okay, da kommen wir da lang, da kommen wir da lang. Ich habe auch sein Service Center noch nicht gefunden, ehrlich gesagt. Sind die hier unten? Nee. Komm, wir fragen mal. Wo ist Tina? Wo ist Tina? Und ein Zeichen der Frage müssen wir noch hinzufügen. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist da unten? Guck mal, hier ist seine Mitte. Das ist sein Service Center. Okay, das sieht voll hübsch aus. Ich mag, wie er das umrandet hat mit Wasser. Und den kleinen Inseln. Das ist toll. Das war bestimmt voll die Arbeit. Hier ist das Mondding. Hier liegen Sternsplitter. Voll schön aus. Ach, guck mal, da hinten. Ah, hier. Okay. Da hinten, ganz links. Krass, er hat das We're Open-Schild in Rot. Das finde ich auch toll. Hier ist der Pisa. Der ist gar nicht so schief, der Turm. Ganz ehrlich, gestern, ich habe mit Freunden... ganz kurz dazu, eine kleine Anekdote. Ich habe mit Freunden gestern Scribblio gespielt, ja. Und ich hatte das Wort Schieferturm von Pisa. Es war ein Schieferturm von Pisa. Es waren vier Wörter, ja. Und ich sollte den malen. So, und ich male diesen Turm. Und keiner kommt darauf. Alle gucken sich diesen Turm an und denken sich, oh, was geht's hier? Was ist das? Bis dann irgendjemand sagt im Chat, das sieht aus wie der Schieferturm von Pisa. Ich so, ach ja, sieht es so aus? Und sie so, oh, und dann ist sie eingefallen, dass es der Schieferturm von Pisa ist. Und dann schreibt sie Schieferturm von Pisa, aber es war zu spät, leider. Habe ich nicht, hat sich gezählt. Die Leute haben sich geraten. Aber sie haben echt ewig gerätselt so. Und sie sind aber auch nicht auf dieses lange Wort gekommen. So, cool. Gucken, was seine Tina heute hat. Guck mal, sie hat die gleichen Hemden mit Kamera. Sie hat die Campusjacken. Okay, mit N für Nigoki. Die haben wir aber auch schon ein paar Mal.
Finde ich ganz cool. Was sind das hier? Das sieht cool aus. Jeansmantel. Ey, die sind hübsch. Guck mal. Vor allen Dingen sind die so ein bisschen winterlich angehaucht. Guck mal, die können wir uns... Nee, nicht in rosa. Hier in gelb. Das hole ich mir. Und, oh, Spitzorientierhut. Das ist auch voll goldig. Guck mal, in orange gefällt mir das voll. Das nehme ich auch noch mit. Und dann gibt es noch eine Hundemaske. Das ist echt weird. Okay, nehme ich mit. Finde ich gut. Und die Schuhe sind auch cool. Zaubererschuhe, die haben wir noch nicht. Haben wir schon. Ich weiß noch nicht, welche Farben. Ich nehme mir die grünen nochmal mit. So, zack. Ja. Ja. Und nein. Vielen Dank, Dakan. Cool. Cooles Zeug gewesen. So, du schickst sie mir nach Hause. Oh, nee, sie packst du mir in die Tasche gleich. Ja, ist auch okay. Stimmt, sie kannst mir nicht nach Hause schicken, weil ich gar nicht auf meiner Insel bin. Haha. Tschüss. Tini, ey. Voll cooles Zeug. Danke, Bergmann. Dass du es mir gezeigt hast. So. Ich finde auch voll süß. Was steht da? Ekel Sisters? Maple Sisters? Okay, da fehlt ein Wort, glaube ich. Hm. Okay. Oder ein Buchstabe fehlt da. Das ist so hübsch hier, ganz ehrlich. Bergmann, ich mag, wie du Plätze machst. Ich finde, das ist sehr ähnlich zu meiner Art. Aber, sehr detailliert. So, wir gehen nochmal zu Nepp und Schlepp rein, gucken, was die noch haben, die beiden. Da hinten rannte Berkan im Hintergrund, voll süß. Okay, also, ihr habt noch so ein Kimono für 80 Milliarden Sternis, den will ich nicht, eine Zypresse brauche ich auch nicht und dieses Ding haben wir auch schon 15 Mal. Okay, ist jetzt nichts Spektakuläres. Was ist hier noch so? Sag mal hier. Ich habe gar nicht bei mir zu Hause geguckt im Laden, was da los war. Aber hier ist jetzt auch nichts, was ich gebrauchen kann, glaube ich. Nee. Okay, er hat Kirschen. Kirschen sind seine Frucht. Bei mir kannst du hier immer Orangen kaufen. Das heißt, alle, die keine Orangen haben, können sich bei mir Orangen kaufen. Und bei ihm sind es halt Kirschen, aber wir haben wirklich viele Kirschen. So, wenn du noch irgendeinen Wunsch hast, dann schau vorbei. Jederzeit, Hase. So, jetzt gucke ich mir noch sein Haus an. Tanzkammer spielt Animal Crossing. Grüßt an dich, Lina. Ganz liebe Grüße. Ich liebe die Lina. Lina ist der größte Stern. So. Juhu! Was hatte der? Ah, ein Tambourin. Süß. Warte mal, habe ich mir jetzt auch dabei? Ja. Das ist so süß. Guck mal, wir haben auch beide graue Augen. So. Ich gehe jetzt nochmal in sein Haus. Das war hier weiter rechts, glaube ich. Bergmann, hier bräuchtest du noch eine Brücke irgendwie. Kann ich darüber springen? Ich habe keinen Stab bei. Hier ist ein Campingplatz, okay. Aber ich mag noch sein Haus sehen. Das Haus verrät immer viel, muss ich sagen. So, da husche ich jetzt nochmal hin. Das wäre hier gewesen, glaube ich, irgendwo. Ich glaube, darüber. Celine ist online. Grüß an dich, Nina. Oder? Ich habe es, glaube ich, verwechselt. Vielleicht doch hier oben. Kann das sein, dass er das in drei Layer aufgeteilt hat, das Ganze? Also es gibt oben, Mitte und unten. Und alles ist so ein bisschen geteilt. Shit. Okay, nee, wo war denn das Haus? Ich glaube, da drüben. Ist da noch eine Brücke drüber? Nee, aber wir können da oben langlaufen. Auf einem schmalen Pfad. So. Hier runter. Ich glaube, hier sollte nie jemand irgendwann langlaufen. Shit. Es kann sein, dass ich mich jetzt gerade eingesperrt habe. Ah, hier ist oben sein Museum. Okay. Nee, hier können wir hinten durchlaufen. Alles klar. Okay, dann sind wir wieder back on track. I'm on the right track, baby. I was born to survive. So, ich finde sein Haus nicht mehr. Bergmann. Das ist immer nervig, wenn ich mir nicht merken kann, wo was steht. Ich glaube, da war die Brücke zur richtigen Seite rüber. War das hier? Nee. Hier ist auch so ein kleiner Kaffeeplatz. Ich glaube, hier sind wir rüber. Ach, hier ist es. Okay, perfekt, perfekt, perfekt. Okay, genau, das habe ich gesucht. Hallo, jemand zu Hause? Guck mal, er läuft ganz aufgeregt im Kreis vom Haus. Voll süß. Oh. Oh, krass. Holla die Molla. Es ist extrem pastellfarben. Es ist sehr, sehr hell. Und sehr, sehr hübsch. Voll schön. Das ist ja krass. Das ist so eine schlaue Idee, Berka, mit den Türen. Guck mal, er hat auch so eine, einfach so eine zwei Wände benutzt, die er dann einmal davor gestellt hat und einmal so halb offen. Wie so eine Doppeltür.
Guck mal, der Katzenbaum hier. Damit können wir, glaube ich, die Katze rauslocken. Na, Moment da. Katzi? Können wir sie sehen? Nein. Das ist ein Wohnzimmer, ist schon mal richtig cool. So, ich gehe mal hier durch erstmal. Das ist bestimmt seine Küche, tippe ich mal. Also, es ist meistens der Küchenraum da. Nein, es ist ein... Was ist das? Das ist voll geil. Oh, so wie so eine Bibliothek, ey. Krass. Und der hat sich die Zikade hier hingestellt und die macht die ganze Geräusche. Das ist voll geil. Das ist so cool. Richtig hübsch, Bergan. Das hat voll Style. Das ist echt so. Alles ist mit den... Ist das eine Tapete? Ich glaube ja, ne? Oh, der hat es halt echt dunkel gehalten. Hat bloß zwei Lichtquellen und die Mondlichtquellen. Das sieht richtig schön aus. Nice, Bergan. Richtig hübsch. Krass. So, ich mag auch den Schirmständer und das ist so krass detailliert alles. Voll hübsch gemacht. So, ich gehe erstmal hier rein. So. Krasses Haus. Auf jeden Fall jetzt schon. Richtig schön zusammen. Passt alles gut. Hier ist dein Bad. Okay, guck mal hier. Eine Dusche in Rosatönen. Dann haben wir noch einmal den Duftspender hier. Der passt halt echt super ins Bad. Der Teppich ist auch ein schöner Badteppich, muss ich sagen. Schlicht, aber cool. So ein kleiner Whirlpool in der Ecke und dann noch Klo mit einer Sicht, mit einem Sichtschutz. So, natürlich muss ich mich darauf setzen, wenn ich kann. Kann ich? Nein, kann ich nicht. Das Klo ist abgesperrt, da kann keiner hin. Gut aus. I really like bisher. Also krass, wirklich, wirklich krass. Was man auch so ein Custom-Zeug machen kann. So, hier gehen wir nochmal nach rechts. Dann gehen wir nach oben und dann nach unten. Das ist die Küche. Und es läuft KK-Pop. Bubblegum. War cool. Kann ich mich hier hinsetzen? Ja. Mmh. Lecker, lecker. Mmh. Oh. Mmh. Oh. No, 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 no. Mmh. Ja. Mmh. Oh, ist so gut. Da ist zwar nichts drauf aus so einer Serviette, aber ich habe die Serviette gegessen. Die war super. So, kommst du mit? Okay, sieht cool aus. So, und dann nach oben, würde ich sagen. Wir beide mit unserem Tamburin. Oh, krass. Das ist mal bunt. Das sieht halt aus wie Geburtstag hier. Krass. Wie viel Zeug er hat. Guck mal, wie viele Bewohner, Poster und so. Guck mal, das da oben haben wir auch. Voll hübsch. Und auch Melinda. Melinda! Voll cool. Cool. Happy Birthday. Happy Birthday, Berkan. Ich weiß nicht, hattest du erst Geburtstag? Dann alles Gute nachträglich. Falls es so war. Richtig schön aus. Warte. Ich klatsch noch dazu. Nee. Ich müsste sowieso mehr Emojis wieder reinnehmen. Voll schön aus. So, und dann noch in den Keller. Mal gucken, was er da gemacht hat. Okay, also wir haben jetzt schon einige Korallenkeller gesehen. Und das ist ein weiterer. Und der sieht schön aus. Sieht einfach schön aus, kann ich nicht anders sagen. Die Tapete erinnert mich an, ich glaube, es war Marina, die auch sowas hatte. Sieht toll aus. Aber es ist anders aufgeteilt bei ihm. Cool gemacht. Es ist halt durch dieses Blau... Rosa, ein schöner Farbkontrast. Aber ich bin kein Fan von Rosa, deswegen würde ich das nie so hinstellen alles. Aber es ist echt schön. Richtig gut. Wow, Berkan. Ich bin beeindruckt. Die Insel ist relativ... Oh, nee, ich muss hier hoch. Die Insel ist relativ schlicht noch. Er hat alles relativ... in eine Reihe gestellt. Oben auch die ganzen Bewohnersachen und die Bewohnerhäuser und so. Aber sieht gut aus. Und sein Haus ist sehr beeindruckend, muss ich echt sagen. Das ist so detailliert und schön. Und es ist sehr harmonisch. Es ist halt echt so. Leute, voll geil. Berkan, vielen, vielen Dank. Ich sag euch erstmal
Vielen, vielen Dank an der Stelle, dass ihr dabei wart. Ich freue mich immer dolle, wenn ihr einschaltet. Wenn ihr mögt, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Wenn ich eure Insel besuchen soll, schaut gerne auch im Discord mal vorbei. Da kaspern wir das immer ab. Ich habe jetzt schon ein, zwei Leute in der Warteschleife, die ich im Kopf habe, die ich gerne besuchen würde. Aber ihr könnt euch damit einreihen und irgendwann ist es sicherlich soweit. Ich kriege immer gerne neue Eindrücke von euch und schau mir das an, was ihr gemacht habt. Es ist echt toll. Es ist einfach wunderschön. Ohne Scheiß, auch gerade bei Bergheim. Also Leute, passt auf euch auf, bleibt gesund und ja, ne? Seid vernünftig noch ein bisschen. Tschüssi! Danke, Berkan, ich danke dir. Ich danke dir vielmals. Das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte noch... Tschüss! Und auch euch, ciao, Leute.